Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich freue mich, dass Sie heute alle so zahlreich erschienen sind. Seit langer Zeit war es in der Diskussion, heute ist es endlich soweit. Mit dem Buch von Herrn Klaus-Peter Müller von der Grün erscheint eine Geschichte der Gedenkstättenwerdung von Point Alpha. Anders als das Buch von Mira Keune und Volker Bausch, welche sich überwiegend der Geschichte des Ortes im Kalten Krieg angenommen hat und viel über die unterschiedlichen historischen Facetten des Ortes preisgibt, nähert sich das Buch Leben im Grenzbereich über die Menschen und deren Geschichte unserer Entwicklung gerade seit 1990. Und da gibt es viel zu erzählen und viele Menschen zu fragen. Ich freue mich, dass diese Vielfalt an Facetten, an Erlebnissen um Point Alpha und natürlich auch Meinungen heute einen Weg auf unser Podium gefunden hat. Eigentlich muss ich die Person hier neben mir auf dem Podium gar nicht vorstellen. Ihr jahrelanges und vielfältiges Engagement für unsere Gedenkstätte ist Ihnen sicherlich allen bekannt. Bitte erlauben Sie mir es trotzdem. Zunächst möchte ich dabei recht herzlich Professor Dr. Bernhard Vogel begrüßen, den ehemaligen rheinland-pfälzischen schon, ich muss wirklich die Leute nicht vorstellen, den ehemaligen rheinland-pfälzischen und für uns besonders natürlich wichtig thüringischen Ministerpräsidenten zwischen 1992 und 2003. Seit 2021 ist er, so erlauben Sie mir die Meinung, völlig zu Recht Point-Alpha-Preisträger. Herr Vogel, ich danke Ihnen außerordentlich auch für Ihr politisches Engagement um Point-Alpha und für die Ideengebung für das Buch. Ich heiße Sie herzlich willkommen. Point Alpha ist ebenfalls, manche würden natürlich auch völlig logischerweise sagen, überwiegend eine Geschichte der Deutschen und Amerikaner und ihrer gemeinsamen Verteidigung der Freiheit. Eine Dame, die dies in ihrer Tätigkeit immer im Fokus hatte, auch die ein oder andere Schwierigkeit zwischen Deutschen und Amerikanern ausgeräumt hat, ist die ehemalige Verbindungsoffizierin und Referentin für Öffentlichkeitsarbeit bei den US-Streitkräften in Fulda, Renate Stieber. Und ich freue mich sehr, dass Sie heute unser Podium bereichern. Herzlich willkommen. Wenn ich soeben davon sprach, dass die Gesichter sehr wohl allen bekannt sind, trifft dies natürlich besonders auf Berthold Dücker zu. Herr Dücker hat mit einem über alle Maßen zu lobenden Engagement und unter persönlicher Haftung den historischen Ort erhalten und diesen gemeinsam mit Freunden und Wegbegleitern auf eine finanziell solide Basis gestellt, sodass ich heute vor Ihnen stehe als Vorstand und Studienleiter einer Stiftung, die ohne Corona über 70.000 Menschen jedes Jahr hier bei uns begrüßt. Herr Dücker, ich danke Ihnen für jeden Abend, an dem Sie über diesen wunderbaren Ort gegrübelt haben und dann etwas wieder durch Ihre Schaffenskraft voranging. Und natürlich zugleich heiße ich Sie herzlich willkommen. Meine Damen und Herren, jede gute Geschichte braucht eine Person, die Menschen zuhört, Meinungen bündelt und diese dann niederschreibt. In dem Fall unseres heutigen zu präsentierenden Buches war es der Journalist Klaus-Peter Müller von der Grün, der viel Arbeit und einiges Geschick dafür aufgebracht hat, aus unseren vielen Geschichten eine gemeinsame Geschichte zu kreieren. Herr Müller von der Grün, ich freue mich sehr, dass Sie heute Ihr Buch hier vorstellen und heiße Sie herzlich willkommen. Sie sehen, bei einem solchen Podium komme ich aus dem Begrüßen gar nicht mehr heraus. Deswegen möchte ich last but not least Jutta Hamberger, die Moderatorin unseres heutigen Abends, Ihnen vorstellen. Sie ist Beraterin in der Buch- und Zeitschriftenbranche aus Fulda und wenn mir diese persönliche Anmerkung erlaubt ist, die Tochter von Dr. Hamberger, dem ehemaligen Oberbürgermeister von Fulda und auch unserem ehemaligen Stiftungsratsvorsitzenden der Point Alpha Stiftung. Sie sehen also, liebes Publikum, jede Person auf der Bühne hat seinen eigenen Point-Alpha-Bezug. Frau Hamberger, ich heiße Sie herzlich willkommen. Danke. Liebe Anwesende, bevor ich Sie in die sehr fähigen Hände unserer heutigen Moderatorin und unserer heutigen Diskutanten übergebe, erlauben Sie mir bitte ein persönliches Wort.
Wir alle wissen, dass viele Personen den Weg von Point Alpha begleitet haben. Viele hatten Ideen, manche konnten sie umsetzen, bei anderen hat es leider nicht so funktioniert, wie man sich das gewünscht hätte. Mal haben wir mit einem Bundesland besser kooperiert, mal mit dem anderen. Ich möchte den heutigen Abend nutzen, allen anwesenden und nicht anwesenden Begleitern der Stiftung zu danken. Ebenso allen politischen Vertretern über die letzten 30 Jahre und auch ihnen die Dankbarkeit entgegenbringen, die manchmal von tagesaktuellen Themen verschlungen wird. Ich möchte nicht mehr in einen Modus des gegenseitigen Aufrechnens verfallen, sondern vor den Erfordernissen der aktuellen politischen Herausforderungen, und diese sind wirklich mannigfaltig, dazu kommen, wie wir Point Alpha noch attraktiver und noch bildungsrelevanter gestalten können. Nehmen Sie also den heutigen Abend in dem Geiste wahr. Jetzt tue ich mal so, als hätte ich genau die Gedanken von Herrn Müller von der Grün im Kopf, wie Herr Müller von der Grün sein Buch auch geschrieben hat. Als Aufbruch in eine Zukunft, in der die ganze Point Alpha-Familie an der Seite des Ortes steht und wir gemeinsam für die öffentliche Bildung uns stets weiterentwickeln. Wenn Sie Ideen und Anregungen zum Ort und zum Buch haben, dann diskutieren Sie diese gerne mit mir oder Herrn Müller von der Grün, selbstverständlich auch noch im Nachhinein individuell. Nach der Veranstaltung ist dafür definitiv Zeit. So verbleibe ich in der Hoffnung, dass Ihnen das Buch und natürlich auch der heutige Abend gefallen werden. Das Buch ist heute Abend auch im Nachgang an unserer Kasse für 19,95 Euro bei unserer Frau Konrad zu erwerben. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche mit unserer Moderatorin und unseren Zeitzeugen und unserem Autor einen spannenden Abend. Zwei Sachen vielleicht vorneweg. Es ist immer noch ein bisschen Corona. Einige von Ihnen haben schon Masken auf. Wir werden zwischendurch eine Lüftpause machen, also haben Sie keine Sorgen. Wenn Sie das Gefühl haben, Sie müssen das früher machen, als wir hier oben dran denken, gehen Sie einfach bitte zum Fenster und öffnen Sie. Das ist gar kein Problem. Und ansonsten, wenn Ihnen sonst irgendwas auffällt, melden Sie sich bitte auch. Keinem von Ihnen hier muss man Point Alpha vorstellen. Sie wissen alle, was Point Alpha ist und kennen ganz sicherlich auch die Geschichte dieses bedeutungsvollen Ortes, der ja nur weiß Gott wechselvoll war. Und Herr Dücker dürfte einer von denen sein, die die Wechselfälle von Point Alpha besser als viele andere kennengelernt haben. Mich hat in diesen Tagen sehr bewegt, dass wir gerade in dieser Woche diese Buchvorstellung von Ihnen, lieber Herr Müller von der Grün, machen. Denn ich finde, es ist irgendwie eine bedeutungsvolle Woche. Morgen entscheidet sich in den USA, wie es da politisch weitergeht. Es finden die Midterms statt. Wir werden in Deutschland wahrscheinlich erst am Mittwochmorgen wissen, wie es da gelaufen ist. Und ich bin sicherlich nicht die Einzige, die mit einiger Sorge über den großen Teich schaut. Denn das hat ja auch Auswirkungen auf die Arbeit, auf das Zusammenleben hier in Europa. Am Mittwoch ist der 9. November in Deutschland grundsätzlich ein historisches Datum, an dem wir uns erinnern an die schrecklichsten Dinge, die in deutschen Namen begangen worden sind. Und in der nächsten Woche jährt sich das Ende des Ersten Weltkriegs. Am 18. November ist der Erste Weltkrieg zu Ende gegangen. Das heißt, sehr viele Tage, die sich eigentlich mit schmerzlichen, schlimmen Erfahrungen der Europäer und der Amerikaner beschäftigen. Und auch das gehört ja zu Point Alpha, diese enge Verbindung von Europa und Amerika. Herr Metzler hat Ihnen hier schon alle vorgestellt. Ich freue mich sehr, dass Sie heute hier sitzen. Wir haben hier zwei Zeitzeugen. Sie erlauben mir bitte, dass ich nicht gendere. Wenn ich die weibliche Form nehme, meine ich immer die Männer mit und umgekehrt genauso. Also damit da kein falscher Zungenschlag reinkommt. Beide sind deswegen in meinen Augen sehr besondere Zeitzeugen, weil sie als sehr, sehr junge Menschen ihre Heimat verlassen haben. Beide waren Teenager. Das kann man sich, also ich weiß nicht, ob ich mit 15 Jahren so klug gewesen wäre und vor allen Dingen so mutig gewesen wäre, zu sagen, ich hau ab, ich muss das machen, ich halte es hier nicht mehr aus. Und wir haben mit Herrn Professor Dr. Vogel jemanden hier, ich glaube, das ist richtig, der Einzige, der in einem westlichen und in einem östlichen Bundesland Ministerpräsident gewesen ist und auf diese Art und Weise in seiner Figur ganz besonders dieses Beides, das ganze Deutschland vereint.
Über Herrn Müller von der Grün kann ich sagen, wir beide haben in den letzten Wochen viel miteinander gesprochen. Vielleicht hat der eine oder andere von Ihnen das auch schon gelesen. Auf Osthessen News stellen wir das Buch ausführlicher vor. Der erste Teil ist heute drin, der zweite kommt am Mittwoch. Und mit Ihnen gemeinsam habe ich auch die Veranstaltung heute ein bisschen vorbereitet. Die erste Frage, die ich aber heute stellen möchte, geht an Sie, lieber Herr Dr. Vogel. Und heißt eigentlich, warum war Ihnen Point Alpha immer wichtig und warum gibt es eigentlich dieses Buch? Herr Müller von der Grün hat mir gesagt, schuld dran sind Sie. Also, bevor ich antworte, zunächst Ihnen herzlichen Dank für Ihre freundliche Begrüßung. Es gibt Point Alpha, weil sich Menschen fanden, die überzeugt waren, diese Stelle hier darf nicht in Vergessenheit geraten. Diese Stelle darf nicht in Vergessenheit geraten. Und deswegen ist das zwar erfreulich, wenn man ein grünes Band der innerdeutschen Grenze auf ein grünes Band legt, aber es muss Unterbrechungen geben, etwa hier in Point Alpha. Und dass uns diese Unterbrechung gelungen ist, verdanken wir nach meiner Überzeugung dem jungen Menschen, der in frühester Jugend über diese Grenze nach Westdeutschland geflohen ist und unerfahrenerweise mit einer Zange sich in Gefahr gebracht hat, nämlich auf Minen zu schlagen und nicht auf die Freiheit. Wenn dieses Ereignis nicht gewesen wäre, gäbe es Point Alpha heute auch nicht. Müller von der Grün ist ein begnadeter deutscher Journalist. Und nachdem ich dieses Buch gelesen habe, bedauere ich noch mehr, dass die FAZ nicht mehr solche Journalisten in ihren Reihen hat. Und Müller von der Grün kann schreiben. Das sagt sich so leicht, ist aber in der Tat sehr schwierig. Und ich war geduldig, habe ich gewartet, ob aus seinem Vorhaben je etwas wird. Aber nachdem ich gemerkt habe, es ist etwas daraus geworden, kann ich nur sagen, das Buch, wir reden sicher noch davon, überzeugt durch seinen Inhalt, aber was heute selten geworden ist, auch durch den Stil, in dem es abgefasst worden ist. Und insofern bin ich dankbar, dass ich auf den Gedanken kam, Müller von der Grün vorzuschlagen, eine Geschichte von Point Alpha zu schreiben. Dass daraus etwas geworden ist, ist nicht das Verdienst des Vorschlagenden, sondern das Verdienst des Ausführenden. Vielen Dank. Sehr bescheiden, lieber Herr Professor Vogel. Ich glaube, Sie waren so ein bisschen Segen über vielem, was Point Alpha anging, ganz bestimmt auch über dem Schreiben des Buchs. Aber lieber Herr Müller von der Grün, Sie würde ich gerne fragen, es gibt ja eine ganze Menge Bücher über Point Alpha. Draußen in der Vitrine kann man sich das alles anschauen. Sie haben für Ihr Buch einen ganz anderen Zugang gewählt. Sie haben ganz bewusst gesagt, ich gehe nicht über den Ort, ich gehe über die Menschen. Und es würde sicherlich hier sehr viele interessieren, warum gerade so die Geschichte von Point Alpha. Ja, so ein Buch hat häufig wahrscheinlich eine lange Geschichte. Dies ist eine besondere Lage. Und es gab dann auch Phasen von Unklarheit. Und ich freue mich natürlich auch sehr, dass es jetzt erschienen ist und freue mich sehr über die Einschätzung von Herrn Dr. Vogel darüber. Also ja, vielen, vielen Dank. Es ist zunächst mal das Anliegen gewesen, eine Quellensammlung anzulegen. Denn es gibt Zeitzeugen, die nun auch älter werden. Das Jahr 89, 90 ist schon lange her. Und da gibt es Dinge, einfach Geschichten zu sammeln, solange die noch erzählt werden können. Und das war ein echtes Anliegen von Beginn an dabei. Und es ging los, dass ich mal an einem Januartag euch zu Hause besucht habe, wo da noch ein Familienereignis war. Das bleibt mir unvergesslich. Dein Bruder war gestorben an dem Tag. Und
So hat es schon einen gewissen schweren Anfang gehabt. Aber es war das Ansinnen, also Zeitzeugen zu befragen, eine Quellensammlung anzulegen. Wenn man mit Zeitzeugen spricht, ist es auch immer schwer. Es geht was verloren in der Erinnerung, es ist nicht mehr unbedingt präsent. Und schon, wenn jemand nur einen Verkehrsunfall beschreiben soll, den er gerade miterlebt hat, da kriegt man eine große Sammlung an Einschätzungen zusammen bei allen Zeugen, die herumstehen. Und dann ist es geformt worden, eigentlich so, wie es jetzt geworden ist, vor 2 Jahren, als ich dann den Auftrag bekam, es auszuführen. Da waren noch Herr Joost und Herr Fennel an der Spitze der Stiftung und Herr Schmollertz war der wissenschaftliche Leiter. Und dann war es halt, ich hatte von vielen gehört, es soll ein Buch werden für die Enkel- und Kindergeneration. Wie erzählt man etwas, dass es möglichst spannend ist und verfängt? Und da bietet sich halt an, diese Zeitzeugen zu Wort kommen zu lassen, auch in Präsenz, weil es dadurch... Dann sind es eben keine älteren Menschen mehr, die erzählen, sondern Menschen aus der Gegenwart. Und das Buch zieht einen hoffentlich hinein. Ob es so gelingt und so rezipiert wird, da bin ich befangen, das zu sagen. Ja. Ich bin da recht zuversichtlich, dass das so ist. Denn diese Idee, nicht den heute alten Menschen zu begegnen, sondern den Menschen, die genau als junge Menschen diese Entscheidungen getroffen haben, ist ja ganz besonders spannend. Wir kommen da heute im Laufe des Abends ja auch nochmal darauf zurück, dass das ja eine hohe Aktualität im Jahr 2022 besitzt, wo wir nicht genau wissen, wie sich die Gesamtsituation entwickeln wird. Sie beginnen Ihr Buch mit dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Sie beginnen Ihr Buch mit einer Bombennacht in Mainz gewissermaßen. Und ich möchte Sie einladen, dass Sie ein erstes Stück aus dem Buch lesen, damit Sie auch einen Eindruck davon bekommen. Sie haben schon gehört, Herr Metzler hat darauf hingewiesen, Sie können und dürfen das Buch nachher gerne kaufen. Und wenn Sie ganz freundlich sind, kriegen Sie es bestimmt sogar signiert. Okay. Jetzt gehört Ihnen das Podium. Weihnachten 1944. Bald kommt Frieden, aber noch herrscht Krieg. Ein Krieg, den das Dritte Reich am 1. September 1939 mit dem Überfall auf Polen begonnen hat. Damals, an Weihnachten 1944, wendet sich in Bensheim an der Bergstraße, nahe am Rhein, eine Mutter an ihre Söhne. Wenn die Amerikaner jetzt kommen, dann sage ich euch heute schon, es sind keine Sieger, sondern Befreier, die da kommen. Die Befreiung vom Nationalsozialismus ist ein großes Geschenk. Dafür haben wir uns zu bedanken. Seid freundlich zu den Amerikanern. Einer der Söhne, Wolfgang Hamberger, ist damals 14 Jahre alt und sehr gespannt auf die erste Begegnung mit den Amerikanern. Er hat an der Schule Latein, Griechisch, Englisch und Französisch gelernt und möchte wissen, was sein Englisch wohl taugen wird. In Dresden wird ein junger Mann unterdessen für ein Todeskommando ausgebildet. Sich mit einer Granate in einem Erdloch zu vergraben, um einen Panzer zu vernichten, wenn er darüber fährt. Die Wehrmacht hat Dresden zur Festung erklärt. Zwischen dem 13. und 15. Februar 1945 zerstören britische und amerikanische Bomber die Stadt. Renate Stieber, 1940 in Schlesien geboren und mit der Familie auf der Flucht nach Westen, sieht Dresden in der Bombennacht brennen. Der Feuerschein erleuchtet den Himmel rot. Die 5 Kinder rücken eng am Straßenrand zusammen, während die Mutter die aufgebrachten Pferde im Zaum hält. In einem Keller der brennenden Stadt überleben als einzige von 30 dort schutzsuchenden Menschen eine junge Frau und ihr Säugling. Verschüttet unter Trümmern. Es sind Frau und Tochter jenes jungen Mannes, der für das Todeskommando ausgebildet worden ist. Gott sei Dank kann mein Vater nie zum Einsatz, wird seine jüngere Tochter Silvia Ertelt einmal sagen. Sie kommt erst später zur Welt und wird nach ihrer Heirat Hillenbrand heißen. Auch nach Bensheim kommt der Krieg. Die Bomber, die die kleine Stadt bisher auf dem Weg zu anderen Zielen immer nur überflogen haben, nähern sich dem Ort vor den Bodentruppen. Für die einen sind die amerikanischen Soldaten im Cockpit die Befreier, für die anderen die Feinde. Darum schießt die deutsche Flugabwehr mit Kanonen auf die Flugzeuge und die Bomber kehren zurück, um den letzten Widerstand zu brechen. Mit ihren Treffern flammen Brände und Angst auf. Am 27. März ist der Krieg in Bensheim schließlich zu Ende. Und der Junge, der sein Englisch erproben möchte, hat sich einiges überlegt, was er dem ersten Amerikaner sagen will, dem er begegnen wird. Aber dann, als die Amerikaner kommen, ist er nur sprachlos. Am 2. April setzen Einheiten der 3. US Army unter General George S. Patton in Rasdorf dem Krieg und der NS-Herrschaft ein Ende.
Sie kommen entlang der Straße von Frankfurt nach Leipzig, die immer schon Handelsweg, aber ebenso Aufmarschroute war. Am 3. April besetzen sie das Geiserer Amt und am 6. April erreichen sie Gotha. Der Weg dorthin nach Gotha führt über Großen Beringen. Dort lebt Erhard Neubert. Er ist damals 4 Jahre alt. Sein Vater, Pfarrer Neubert, hat das Kommen der Amerikaner in Gotha schon angekündigt. Er liegt im Pfarrhaus am Boden und telefoniert mit der Kreisstadt, um zu berichten, dass die Soldaten durchziehen. Das Telefon geht noch. Die ersten US-Truppen schießen mit Maschinenpistolen. Sie streuen ein paar Kugeln, erinnert sich das Kind von damals. Eine davon geht dem Vater durchs Harmonium. Dann tritt der Vater mit der weißen Fahne hinaus. Sein Sohn jubelt den Truppen zu. Die Soldaten werfen ihm und den anderen Schokolade und Kekse von ihren Lastwagen zu. Für das Kind wird eines ganz klar. Amerikaner, das sind Schwarze, die Schokolade verteilen. Die Mutter reagiert anders, wie sich der Sohn an ein späteres Gespräch der Eltern erinnert. Sie soll gesagt haben, das sind doch deutsche Tigerpanzer. Die haben die Amis sicherlich geklaut. Mitte der 1980er Jahre ist die Gefahr eines heißen Krieges sehr nahe. Wie gefährlich die weltpolitische Lage also tatsächlich in den 1980er Jahren war, die Frage stellt sich. Die einen fürchten, der atomare Schlagabtausch stehe unmittelbar bevor und die anderen halten alles für eine leere Drohung. Mitte der 1980er Jahre war die Gefahr eines heißen Krieges in Europa für Hanno Sowade, Mitglied im wissenschaftlichen Beirat der Pont-Alpha-Stiftung, war diese Gefahr sehr nahe gerückt, sagt er wörtlich, denn die sowjetische Seite hatte ein Eskalationsszenario. Anführung: Die Sowjetunion wollte nicht nochmals einem Präventivschlag ausgesetzt sein, wie beim Überfall durch das nationalsozialistische Deutschland im Zweiten Weltkrieg. Sie sah vermutlich etwa bei der Stabsübung Able Archer 83 im Anschluss an die regelmäßig stattfindenden Reforger-Manöver zahlreiche Hinweise auf einen drohenden nuklearen Angriff. Diesem wäre sie mit einem Präventivschlag zuvorgekommen. Letztlich deeskalierten die USA die Situation. Abführung. Ich weiß nicht, ob ich mich recht erinnere, aber ich glaube, es war Ronald Reagan auf Camp David, der an einem Wochenende mit einem Pferd ausritt, das wurde irgendwie im Fernsehen gezeigt, als ein Zeichen dafür, dass es doch nicht so brenzlig sei. Bernd Kirchner, den mir Herr Dr. Häfner als Gesprächspartner vermittelt hat, vielen Dank dafür. Bernd Kirchner aus Facher, Oberstleutnant der NVA, Grenztruppen, bewertet die Gefahrenlage rückblickend. Anführung: Im Nachhinein heißt es, es sei der heißeste Punkt in Europa gewesen. Den haben wir so nicht erlebt. OP Alpha war ein ganz normaler Beobachtungsposten der US Army. Nie ist davon eine Gefahr ausgegangen, in dem Sinne, die kommen morgen angerannt. Ich hatte nach 1989 Kontakt zu Angehörigen des BGS und eine Gefahrenlage sehe ich auch rückblickend nicht. Beide Seiten hatten voreinander Respekt. Es hätte keinen Sieger gegeben. Der größte Verlierer wäre das eigene Volk gewesen, beiderseits der Grenze. Wir haben auf beiden Seiten mit den Säbeln gerasselt und es ist nichts passiert. Ich gehe mal davon aus, dass jede Seite erkannt hat, dass es keinen Gewinner geben wird. Analytisch sieht es der ehemalige hessische Ministerpräsident Roland Koch. Anführung: Man liest heute, dass es 1982 brenzlig gewesen sei, aber die Wirkung der Abschreckung war nach meiner Beurteilung immer ausreichend. Ich hatte ja damals schon einige politische Erfahrungen und hatte auch mit Politikern wie Kohl und Schäuble erste Kontakte. Bei allen Gesprächen hatte ich nie den Eindruck, dass ein Krieg drohte. Wir wollten ja auch die Pershing-Raketen des NATO-Doppelbeschlusses nie einsetzen. Abschreckung ist ein intellektuelles Konzept, das aber auch materiell hinterlegt sein muss. Rückblickend wissen wir, dass der Dritte Weltkrieg nicht ausgebrochen ist. Keine Seite wollte offenbar den Untergang. Aber der Krieg, er hätte vielleicht auch durch ein technisches Versagen ausbrechen können, durch ein Missverständnis. Die Frage, wie nah wir dem Dritten Weltkrieg tatsächlich waren und was uns letztlich vor einer Katastrophe von apokalyptischem Ausmaß bewahrt hat, bleibt insofern offen. In jedem Fall war uns das Schicksal hold, ob aus Zufall oder Fügung. Vielen Dank. Frau Stieber, ich wende mich an Sie. Ich habe vorhin schon gesagt, Sie sind als sehr junges Mädchen geflohen. Und bei Ihnen gab es sogar eine Besonderheit. Sie sind alleine geflohen, Ihre Familie, Ihre Mutter und Ihre Geschwister waren bereits geflohen. Und dann haben Sie sich auf den Weg gemacht.
Vielleicht nehmen Sie uns einmal mit in dieses Jahr und lassen uns an Ihren Gedanken teilhaben, wie es Ihnen ging, so alleingelassen, mit der Angst, schaffe ich das, komme ich hin, wird mir das gelingen, was ich mir da vorgenommen habe, aber mit dem klaren Wunsch, ich will in den Westen, ich will zu meiner Familie. Ich war Lehrling als Kosmetikfacharbeiter bei den Rosedont-Werken in Waldheim. Waldheim liegt 62 Kilometer entfernt von Halle an der Saale. Alle Lehrlinge waren in Privathaushalten untergebracht. Meine Freundin war ebenfalls auch in der Ausbildung. Und an jedem zweiten Wochenende sind wir mit dem Zug nach Hause gefahren, nach Halle, um unsere Familien zu besuchen. An diesem besagten Wochenende hätten wir eigentlich in Waldheim bleiben sollen. Aber wir hatten nichts vor, es gab nichts Besonderes, keine Veranstaltung, es war sowieso ein kleines Nest. Dann haben wir uns entschlossen, nach Halle zu fahren, zu unseren Familien. Ich kam in einer leeren Wohnung in Halle an, am Abend. In einem Zimmer saßen meine Familienmitglieder, Mutter, Schwester, beide Brüder und Schwägerin, auf gepackten Koffern. Ich verstand sofort, was das bedeutete. Also war meine Familie bereit, in den Westen zu flüchten. Ich kehrte nach Waldheim zurück. Ich wusste genau, ich darf mit niemandem darüber reden, auch nicht mit meiner Freundin. Das wusste jeder, denn es wäre zu gefährlich gewesen. Nach einiger Zeit wurde ich vorgeladen von unserem Vorgesetzten in den Rosedont-Werken. Ein Vorgesetzter, der nicht für die Ausbildung zuständig war, sondern für die politische Bildung. Während des Gespräches merkte ich, dass er genau Bescheid wusste, dass die Familie geflohen war. Mit freundlichen Worten wurde mir vorgetragen, dass doch jetzt Weihnachten vor der Tür stünde. Und das ginge doch nicht, ich wäre ja alleine und man müsse meine Mutter oder ich müsste meine Mutter mit den oder andere Familienmitglieder zu Weihnachten in Ost-Berlin treffen. Ich wusste, was das bedeutete. Ich wusste, dass in Ost- und West-Berlin Spione zugange waren, die dann die Leute entführt haben und zurück in die Ostzone verbrachten. Ich sagte dem Vorgesetzten, Sie haben doch Familie, ich kann doch zu Ihnen kommen. Die barsche Antwort war, jetzt werden Sie bloß nicht frech. Jetzt hören Sie mir mal genau zu. Wir können auch anders. Sie sind minderjährig. Sie gehören dem Staat. Wir können mit Ihnen machen, was wir wollen. Wenn Sie die Reise nach Berlin nicht antreten, dann stecken wir Sie in Erziehungsanstalt. Wie gesagt, ich war 15 Jahre alt. Ich musste eine Entscheidung treffen. Ich konnte mich mit niemandem austauschen. Konnte nirgendwo einen Rat einholen. Ich machte mich also während der Weihnachtsferien auf dem Weg mit einem kleinen Koffer. Meinen Hausleuten sagte ich, dass ich meine Tante in Jakobsdorf besuchen möchte, weil mein Onkel krank ist. Meine Hausleute waren auch gegen das Regime. Die hatten mich auch informiert, dass meine Post immer heimlich vom Betrieb abgeholt wird und am nächsten Tag wieder zurückgebracht wurde. Wenn man nach Jakobsdorf fahren will, muss man durch Berlin. Also, das habe ich alles geschafft. Habe den S-Bahn gefunden. Ich stand auf der Plattform, starrte auf den einfahrenden Zug und habe jetzt gedacht, ach mein Gott, in ein paar Minuten ist alles vorbei. Dann bin ich auf westlichem Boden. Plötzlich legte sich eine Hand auf meine Schulter. Ein Mann in Zivil sprach mich an mit den Worten, kommen Sie mal mit. Ich dachte, ich falle jeden Moment auf die Gleise. Ich hatte mit niemandem mein Vorhaben besprochen und habe in Gedanken habe ich dauernd gedacht, was ist denn passiert, was ist das passiert? Ich kann das überhaupt nicht begreifen. Ich musste mich schwer zusammenreißen, damit mir meine Nervosität nicht anmerkte. Wir kamen am Ende der Plattform an, da war eine Holzhütte, wo der mich hingeführt hat.
Die verschiedenen Fragen, die kennt jeder, der die DDR kennt. Wohin und warum durchsuchte meine wenigen Habseligkeiten in dem kleinen Koffer? Die sprachen sowieso dafür, dass meine Reise nur für ein paar Tage sein würde. Dann kam die Frage, Sie haben doch vorhin gerade mit einer Frau auf dem Bahnsteig gesprochen. Was haben Sie denn mit ihr besprochen? Gott sei Dank fiel mir dann ein, dass die Frau mich ansprach, als ich da auf den Zug wartete. Sie sagte mir, ich habe meine Brille vergessen. Können Sie mir helfen, den Fahrplan zu lesen, wann die Abfahrt meines Zuges ist? Also, ich war erlöst, ich konnte gehen. Ich nahm den nächsten Zug. Nach einigen Stationen stieg ich aus, war im Westen und machte mich auf den Weg zum Flüchtlingslager. Ich muss noch hinzu sagen, ich wollte eigentlich nicht flüchten. Ne? Ich wollte meine Ausbildung zu Ende machen, aber wie die Situation sich ergeben hatte, habe ich dann gemerkt, also ich werde hier keine frohe Minute mehr haben. Mit der Familie im Westen. Jetzt geht's wieder. Vielen Dank für diese sehr eindrucksvollen, eindrücklichen Schilderungen, liebe Frau Stieber. Vielen Dank. Herr Dücker, in Ihren Erinnerungen hat mich etwas besonders berührt und bewegt, weil ich das aus Geschichten meines Vaters kenne. Sie haben erzählt von der janusköpfigen Erziehung, die bei Ihnen zu Hause war. Und wenn ich das richtig verstanden habe, war das einmal das, wie sprach man innen und wie sprach man nach außen. Das kannte oder kennt mein Vater sehr gut aus der Zeit des Dritten Reichs. Der kommt aus einer Familie, in der man extrem offen über alles geredet hat, aber auch genau wusste, wann man besser die Klappe hält, wenn man draußen unterwegs ist. Lassen Sie uns ein bisschen Anteil haben an dieser Zeit. Wie haben Sie zu Hause gesprochen? Wie ging das? Wie vertraut waren Ihre Eltern und Sie? Weil es gehört ja sehr viel Grundvertrauen dazu, wenn man so janusköpfig unterwegs sein kann, wie das ganz offenbar in Ihrer Familie der Fall war. Heute kaum noch nachzuvollziehen, aber eine Bemerkung vielleicht vorab. Vielleicht ging es auch so, Ihnen auch so bei der ersten Lesung von Klaus Müller von der Grünen. Mit der einen Hälfte des Gehirns war ich ganz in der Ukraine. Man sieht diese Ähnlichkeit, diese schreckliche Vergleichbarkeit der Situation von damals und heute haben wir wieder Krieg in Europa. Ja, wie immer in Diktaturen muss man gehorchen und die größte Herausforderung haben die Eltern von Kindern zu bestehen. Es passte nichts mehr zusammen. Das, was an Propaganda verbreitet wurde in der Schule, in den Zeitungen, es gab ja keine freie Meinungsäußerung, es gab ja nur zensierte Parteipresse, passte überhaupt nicht zu dem, was man auch selbst erlebte, was einem vorgelebt wurde. Passte nicht mehr zu den Werten der Erziehung, passte nicht mehr zu dem, was man im Religionsunterricht hörte, der im Übrigen privat stattfand, nicht in der Schule, und erst recht nicht mehr zu dem, was man in der Kirche hörte. Auf der einen Seite hieß es, du sollst auch deine Feinde lieben, auf der anderen Seite wurde der Klassenhass gepredigt. Wir wurden zum Verrat erzogen und ausgehorcht, wir wurden zur Diktatur erzogen. Zum Militarismus erzogen. Es gab vormilitärische Ausbildung. Ich erinnere mich, dass eine Disziplin im Sportunterricht allen Ernstes hieß Handgranatenweitwurf. Das muss man sich mal vorstellen. Handgranatenweitwurf. Und die Eltern waren in ständiger Angst, dass sich Kinder verplapperten. Dass sie unbewusst erzählten, was zu Hause gesprochen wurde. Und diese Frage wurde gestellt in der Schule. Das stellte man sehr geschickt an. Das war auch die Zeit, in der es verboten war, Westfernsehen zu sehen, Westradio zu hören. In der Diktatur vorher, da waren es die Feindsender, jetzt waren es die Westsender. Und da kam zwischendurch die Frage im Unterricht, und wer kann mir erzählen, was gestern Abend das Sandmännchen erzählt hat? Sandmännchen Ost, Sandmännchen West waren ganz verschieden. Und Kinder plapperten drauf los. Und ich habe hunderte, nein, tausende Male gehört in meinem, in der Zeit meiner Kindheit, des Heranwachsens. Der Satz lautete, pass auf, was du sagst.
die bringen uns von Haus und Hof. Hinter diesem Satz steckte die Angst der Eltern vor dem brutalen Vorgehen der Stasi gegen jeden, von dem man auch nur annahm, dass man dem Staat kritisch gegenübersteht. Vor allem steckte hinter dem Satz die Angst der Menschen, insbesondere im Grenzgebiet, vor den furchtbaren Zwangsaussiedlungsaktionen. Aktion Ungeziefer nannte man sie. Ungeziefer, das war das Menschenbild der Kommunisten. Ungeziefer waren die, die anders dachten, als die, die diesen Staat regierten. Und das war die Herausforderung. Also mussten wir mit der Schere im Kopf erzogen werden. Wir mussten aufpassen, dass wir nichts Falsches sagten, das eine vom anderen zu trennen. Janusköpfig nenne ich das, mussten wir erzogen werden. In zwei Wahrheiten. Gibt natürlich nur eine. Aber wir mussten streng darauf achten, dass wir uns nicht verplapperten und die Eltern, die ganze Familie in Gefahr brachten. So ist das gewesen. Vielen Dank, lieber Herr Dücker. Ich glaube, was Ihre und auch Frau Stiebers Einlassung sehr, sehr klar machen, und Sie haben ja sehr berechtigt gerade nochmal das Stichwort Ukraine genannt, es gibt nichts Infameres als eine Diktatur und deren Umgang mit Menschen und insbesondere mit jungen Menschen, die ihren Weg erst noch gehen und die noch geformt werden, die mit aller Kraft sich dagegen zu wehren versuchen und hoffentlich Eltern haben, die sie dabei begleiten. Und was es auch klar macht, Frau Stieber, Sie haben gerade am Schluss ja gesagt, ich wollte gar nicht fliehen. Ich wollte eigentlich meine Ausbildung fertig machen, aber meine Familie war nicht da. Das macht uns, glaube ich, auch nochmal sehr deutlich, kein Mensch flieht, weil das so lustig ist. Kein Mensch flieht, weil er denkt, ach ja, ich fliehe jetzt mal. Man muss sehr viel erlitten haben. Es muss sehr schlimm sein, dass man seine Heimat aufgibt. Ich sage das deswegen so laut und so deutlich, weil es ja auch gerade im Moment wieder Diskussionen gibt, wie hieß das dumme Stichwort vom Sozialtourismus, ukrainischer Flüchtlinge und so weiter und so fort, das mir wirklich die Schuhe ausgezogen hat. Das ist eine solche Missachtung der Gründe, warum Menschen ihre Heimat verlassen. Das machen Ihre beiden Schilderungen sehr deutlich. Und es macht, glaube ich, auch deutlich, dass Sie beide, Sie mussten sich ja komplett neu orientieren. Friseurlehre, haben Sie gesagt, war ursprünglich mal, was so auf dem Berufszettel gestanden ist. Frau Stieber, Sie wurden Verbindungsoffizierin bei den Amerikanern und haben dort in Ihrer Arbeit in den Downs Barracks in Fulda, aber selbstverständlich auch hier oben in Point Alpha, ja hautnah miterleben können, dass das hier wie so eine Art Geschichte unterm Brennglas war. Dichter dran war man halt auch nirgends in Deutschland. Mögen Sie erzählen, was Sie besonders erinnern aus dieser Zeit? Es gab ja immer wieder Situationen oder Phasen, wo es sehr kritisch wurde. Sie können aber auch gerne hier sitzen bleiben, wenn Sie mögen. Ich stehe auch. Sie gehen ans Podium, wie Ihnen das lieber ist. Ja, Sie hatten gefragt nach politischen, also für mich sind politische und militärische Bedeutung gehören für mich irgendwie zusammen. Wir hatten ja auch immer viele Manöveraktivitäten, Tag und Nacht Hubschrauberflüge, Demonstrationen gegen die Amerikaner auf der Straße. Und einmal, das möchte ich gerne erzählen, direkt vor dem Eingangstor an der Kaserne. Die Demonstrierenden hatten durch aufgestellte Sofas und Stühle und Kissen den Armeeangehörigen einschließlich, natürlich auch den Familienangehörigen, die auf dem Kaserngelände teilweise gelebt haben, den Zugang zur Kaserne zu versperren. Das lief also ein paar Tage lang so und es war furchtbar und die Familienmitglieder haben sich besonders aufgeregt. Ich hatte die deutsche Polizei angerufen und darüber informiert, was sich da abspielt. Die wollten sich nicht einmischen, die sagten also, der Raum vor dem Eingang, vor der Kaserne gehört der Stadt, ne? Gehört also der Armee nicht, da haben wir also keine Befugnis darüber zu bestimmen, wer rein und raus geht, aber wir haben natürlich Befugnis gehabt, dass die Mitglieder, die Armeeangehörigen rein und rausfahren können, ungehindert. Naja. Die Polizei war also nicht von großer Hilfe. Die Armee hat sich zurückgehalten, die wollte auch jeglichen Entwicklung des Konflikts dann vermeiden.
Und ich kriegte also so eine richtige Wut und habe den Spuk ein Ende setzen wollen. Ich habe dann die Polizei an einem Tag angerufen. Ich habe gesagt, jetzt gehe ich an das Tor. Ich werde da was unternehmen. Die hatten mich diesbezüglich natürlich nicht unterstützt, dass ich das machen sollte. Ich habe auch meinen Vorgesetzten nichts gesagt, der wäre nicht mit einverstanden gewesen, das war klar. Und ich bin dann ans Tor marschiert, habe die aufgestellten Plakate, die in Reihen da standen, weggeschleudert. Die Kissen, die Stühle, wo natürlich keiner drauf saß, es war Winter, es war nicht immer voll besetzt, ebenfalls weggeschleudert. Die haben vielleicht Gesichter gemacht, das kann ich Ihnen sagen. Die waren so entsetzt, die waren starr für den Moment. Die haben auch nicht in dem Moment gewagt, irgendetwas mir entgegen, kam erst keiner an. Auch das wahrhabende Personal, die amerikanischen Soldaten im Häuschen, wussten nicht, was sie tun sollten. Aber dann kam einer an und hat mit mir versucht, ein Gespräch zu bekommen. Aber ich habe das abgelehnt, bin dann zurückgegangen. Sie haben alles abgebaut, also den Rest, und sind nie mehr wiedergekommen. Das war also ein wirklich bedeutsames Ereignis. Liebe Frau Stieber, wir können uns das sehr gut vorstellen, wie Sie sehr energetisch und tendenziell eher wie eine Furie die Sofas durch die Gegend geworfen haben und alle voller Respekt gesagt haben, oh Gott, lieber nicht. Ja, aber Krisen haben wir ja häufig gehabt. Das Regiment war ja darauf geschult, dass jeden Moment etwas passieren kann. Deshalb hatten wir ja auch ständige Übungen. 200 Tage im Jahr waren die Truppen im Feld. Und die Wachbereitschaft, die Sicherungspläne für Rückzug über Fulda nach Westen und eine Evakuierung der Familien, das war also ständige Übungen. Bei jeder Krise, ob in der UdSSR, Afghanistan, Iran oder Kuwait, war Point Alpha und das Regiment in Bereitschaft. Ich wurde dann auch nachts angerufen und musste mich, Entschuldigung, auf den Weg machen in die Kaserne. Der Krieg stand immer im Bewusstsein vor der Tür. Und die GIs, wie es auch im Buch oft beschrieben wird, die hatten wirklich den gefährlichsten Job der Welt. Vielen Dank, liebe Frau Stieber. Den gefährlichsten Job der Welt und wir waren immer in Bereitschaft. Das ist vielleicht auch ein Satz, den wir uns heute auf der Zunge zergehen lassen müssen, denn offenbar haben wir ja genau das in Deutschland verlernt, dass man in Bereitschaft sein muss. Lieber Herr Dücker, Sie waren der Erste, der ein Grenzmuseum gefordert hat. Haben Sie ernsthaft daran geglaubt, dass Sie das durchkriegen? Und was war denn die positivste und was war die negativste Reaktion auf diese damals wahrscheinlich vollkommen verrückte Idee? Ja Gott, ich habe Point Alpha kennengelernt 1965 zum ersten Mal in meiner Ausbildung zum Journalisten. Ich habe einen Kollegen begleiten dürfen hier hoch, da ging es um die Sprengschächte, die angelegt waren. Bis dahin ein Geheimnis. Von daher kannte ich Point Alpha. Aus dem Osten war mir Point Alpha überhaupt kein Begriff. 1993 bin ich ja in meine Heimat zurückgekehrt. Und das Erste, was ich hörte von einer Kollegin, die aus Fulda stammte, Redakteurin bei der Südthüringer Zeitung war, kennen Sie Point Alpha, wenn Sie wieder im Geiseramt wohnen in Ihrer Heimat? Da sage ich, ja, gibt es denn das noch? Es ist doch alles so schnell abgerissen worden. Ich frage mich heute noch, wo all die Denkmalspfleger waren, die heute jedem Bauern das Leben schwer machen, wenn er ein neues Fenster einsetzen will. Hat sich niemand. Nein, das gibt's noch. Das sind Asylbewerber, das sind jetzt Flüchtlinge. Da war ich zunächst mal erschrocken. Ich sage, Flüchtlinge in diesem Emo, wo sind die Amis? Ja, die sind Anfang 90 gleich wieder zurück, gleich wieder abgezogen. Die hatten ihre Arbeit getan. Ja, aber die Flüchtlinge kommen in Kürze raus. Sobald die raus sind, wird alles abgerissen. Sag ich, wer will denn sowas machen? Wer hat denn das? Ja, das ist Beschlusslage in Hessen.
Wer auch immer letztendlich verantwortlich war, ich konnte es nicht begreifen. Habe mich natürlich dann hier oben mal sehen lassen. Ich sah noch die Flüchtlinge durch den Zaun. Bin damals auch zum ersten Mal mit Christine Lieberknecht und Gerd Schuckert, das war der SPD-Vorsitzende in Thüringen, hier oben gewesen. Wir standen am Zaun und die sahen diese Tragödie der dort eingepferchten Flüchtlinge mit Kindern und Kleinkindern krabbeln. Aber alsbald waren sie draußen und mir flatterte eines Tages die Einladung an meiner Redaktion auf den Tisch zur Auflösung des Vereins Regenbogen. War die erste Initiative, aus Point Alpha etwas zu machen. Es sollte aufgelöst werden. Ich war entsetzt, weil man das so hinnahm und sagte, das kann man doch nicht hinnehmen. Ja, was willst du denn machen? Ich bin dann in meinen Laden gegangen und habe einen Leitartikel geschrieben, rettet Point Alpha. Point Alpha muss ein Museum werden. Natürlich gab es Fürsprecher, aber die kann ich heute an einer Hand abzählen. Und der Erste, mit dem ich dann gesprochen habe darüber, der sitzt hier. Das war Professor Vogel. Und er sagte, Herr Dückert, das mit Museum, das lassen Sie mal. Das ist eine Gedenkstätte. Ab diesem Zeitpunkt, dann nach der Gründung des Vereins, nannten wir das auch Gedenkstätte. Das ist wahr. Ich hatte nicht viel Zuspruch. Ich habe viel mehr Ablehnung erfahren. Und ich weiß nicht, wie oft ich gehört habe, lass diese Spinnerei. Es wird doch sowieso abgerissen. Und der damalige Ministerpräsident von Hessen, Hans Eichel, sagte mir bei einer Begegnung, kein Mensch wird sich mehr für diesen alten Kram interessieren. Heute kommen jährlich an die 100.000 Besucher hierher. Wir haben durchgesetzt und einer, den ich von Anfang an unterstützt haben als Co-Vorsitzender, sitzt hier, Dr. Peter Häfner, damals Landtagsabgeordneter in Hessen. In Thüringen. Gut, dass hier genügend Menschen mit viel Know-how sitzen und kleinere Schnitzer sofort korrigieren können. Vielen Dank. Dann gebe ich gleich an Sie, lieber Herr Dr. Vogel, die Frage weiter. Die Frau Dr. Hilka Steinbach, die ehemalige Landeskonservatorin, hat mal gesagt, dass die Erhaltung von Point Alpha wie ein Husarenstück gewesen wäre. Was war in Ihrer Erinnerung eigentlich das Schwierigste auf diesem Weg hin zur Gedenkstätte, zum Denkmalschutz? Was ist in Ihrem Kopf da besonders präsent? Also das Schwierigste war völlig ohne Frage, Hessen für Point Alpha zu gewinnen. In Thüringen war eine breite Bereitschaft da. Es ist ja gerade schon zitiert worden, von Lieberknecht bis Schuchardt. Aber Point Alpha liegt nun mal nicht auf Thüringer Boden, sondern auf hessischem. Und wir konnten von Thüringen aus doch Point Alpha nur sichern, wenn die Hessen mit im Boot saßen. Und das Schwierigste war, so lange durchzuhalten, bis auch die hessische Landesregierung zustimmte, Point Alpha für die Zukunft zu sichern. Das ist dann, als der Ministerpräsident Eichel abgelöst wurde durch den Ministerpräsidenten Koch, geschehen. Und von dieser Zeitpunkt an ist Schwierigkeiten hin, Schwierigkeiten her, gemeinsam an dieser Aufgabe festgehalten worden. Und das war ohne Frage bei allen anderen Schwierigkeiten, aber ich soll ja kurz mich fassen, bei allen anderen Schwierigkeiten die größte Schwierigkeit überhaupt gewesen. Und wenn ich darf, möchte ich noch eine Bemerkung hinzusetzen. Heute leben wir ja wahrhaftig in einer sorgenbereitenden Gegenwart. Heute kommt es mir meines Erachtens hier auf zwei Dinge an. Erstens, die Erinnerung an Point Alpha muss erhalten bleiben. Auch die künftigen Generationen müssen hier erfahren,
zu was Menschen fähig sind. Das ist nicht ganz einfach, weil schon heute ja die Hälfte der deutschen Bevölkerung nicht mehr miterlebt hat, was 1989 passiert ist. Wir müssen dafür sorgen, in den Schulen, in allen anderen Möglichkeiten, dass auch nachwachsende Generationen wissen, zu was Menschen fähig waren, was hier gewesen ist. In diesem Zusammenhang mache ich, lieber Herr Müller, an die Passage, die Sie vorhin zum Dritten Weltkrieg vorgetragen haben, das war ja nicht Ihre Meinung, sondern Zitate, ein Fragezeichen. Ich habe in Angst vor einem Dritten Weltkrieg gelebt, in der Tat. Und die zweite Aufgabe, neben dem Gedenken und Erinnern, ist meines Erachtens aus Point Alpha die Lehre zu ziehen, so schrecklich alles auch sein mag. Menschen sind fähig, solche Situationen zu überwinden. Point Alpha von heute hat auch die Aufgabe, Mut zu machen. Es hat eben nicht mit Point Alpha geendet, sondern mit dem Fall der Mauer und der Grenze. Es hat eben nicht in einem Dritten Weltkrieg geendet. Wir sind heute in diesen schwierigen Zeiten die Menschen besorgt, das verstehe ich. Aber zu wenige zeigen den Mut, bereit zu sein, sich mit dieser Situation auseinanderzusetzen und sie abzuwenden. Beiseite stehen und die Schlechtigkeit der Zeiten zu beklagen, ist sehr einfach. Hand anzulegen und etwas zu tun, den Mut zu haben. Und das kann doch Point Alpha lehren, dass es gelungen ist, den Dritten Weltkrieg zu verhindern. Dass es gelungen ist, diese Grenze zu beseitigen. Dann muss es doch auch Menschen geben, die bereit sind, sich dafür einzusetzen, dass der Krieg in der Ukraine ein Ende findet und dass die anderen Sorgen, die wir in der Welt vielleicht morgen über das amerikanische Zwischenwahlergebnis, übermorgen über einen Angriff auf Formosa oder so etwas, das zu überwinden. Die Mission, die Aufgabe von Point Alpha ist erstens die Erinnerung wachzuhalten und zweitens Mut zu machen. Nach meiner Überzeugung. Es gibt wohl niemanden, der Ihnen da widersprechen würde. Und es ist eine sehr schöne Überleitung zu dem dritten Teil, den wir uns vorgenommen hatten für heute. Die Vergangenheit von Point Alpha kennen wir alle und die Verdienste, die es hat und auch die Verdienste, wir sitzen zwei, die sehr viel auch dafür getan haben. Sie, lieber Herr Müller von der Grünen, haben in unseren Vorgesprächen immer gesagt, wenn man das rettet, hat man den Auftrag, es für jede Generation neu zu inszenieren. Und das ist, glaube ich, genau der Punkt, an dem wir an Point Alpha heute stehen. Auch wenn ich hier ins Publikum schaue, sind hier deutlich mehr Zuhörerinnen und Zuhörer, die 89 erlebt haben, als solche, für die das vielleicht schon Geschichte von Papa oder Großvater ist. Und das Müssen und Erinnern, das ist so das eine. Wichtig ist es ja, es erlebbar zu machen. Welche Emotionen verbindet man damit? Und dann würde ich doch gerne Sie, lieber Herr Müller von der Grünen, noch mal bitten, vielleicht ein Stück aus dem Buch zu lesen oder mögen Sie lieber erzählen? Wie ist es Ihnen lieber? Ach, ich glaube, wir haben, Entschuldigung, die Zeitzeugenschilderungen waren jetzt so eindrücklich. Ich muss das nicht noch mal vorlesen. Kaufen Sie das Buch, freut sich die Stiftung auch. Es ist in der Tat die Herausforderung, das, was war, nachvollziehbar zu machen. Es gibt ja Dinge, die sind einfach unglaublich, weil wir sie nicht glauben wollen. Und das ist ganz schön tückisch. Dann glauben wir die schlimmsten Dinge eben nicht. Und das, was damals war, ist unglaublich. Und ich bin mit Berthold Ducker mal abgegangen, den Weg, hat er mir gezeigt, den Tag seiner Flucht. Und es ist einfach unglaublich. Das war ein schöner, sonniger Tag, wo wir dort hergegangen waren, aber auch der Sommertag war besonders schön, dass an so einem Tag sowas passiert, wo wo es spitze auf Knopf steht. Und es muss erlebbar werden.
Und dann glaube ich auch, man muss es erzählen, immer mit den Mitteln der Zeit, mit den man muss die Instrumente der Zeit nutzen, um die Menschen zu erreichen, und die Methoden der Zeit. Und da hat sich etwas geändert in den vergangenen 30 Jahren. Junge Menschen nutzen andere Medien, wollen anders angesprochen werden. Ich glaube auch, man sollte keine Furcht haben davor. Also der Köder muss dem Fisch schmecken, nicht dem Angler. Ne? Und wenn man jetzt mit einem großen Anspruch dran geht, Wissenschaft zu machen, ja, das ist wichtig, das muss alles faktenbasiert sein. Aber ich muss das auch umsetzen in der Sprache und in Bilder, in Geschichten, die verständlich sind. Und wenn wir uns so erinnern, der Film Heimat, wir sind ja alle alt genug, an den erinnert man sich wohl, das Dorf Schabach im Hunsrück, oder Roots, die Geschichte der Schwarzen in Amerika, Holocaust. Also warum nicht auch so ein filmisches Mittel, ein Theaterstück, Fulda ist Musicalstadt, könnte man sich ja auch mal überlegen, also so, dass der Funke überspringt. Und ich glaube, es ist auch wichtig, die Geschichte ging ja nicht, also es gibt kein Ende der Geschichte, das ist ziemlich dummes Zeug. Das haben wir vielleicht in den 90er Jahren geglaubt, weil das so einfach war, dass wir sagten, jetzt ist nur noch Frieden. Aber 89, 90, das war das Ende der Nachkriegszeit für mich. Und jetzt, seit dem 24. Februar, kann man sagen, ist es vielleicht der Beginn einer Vorkriegszeit. Und es ist auch die Frage, inwiefern das, was in den vergangenen 30 Jahren war, in Point Alpha, muss das noch erzählt werden? Ich stelle nur die Frage, ich sage nicht, dass es so sein muss, aber ich stelle die Frage, dass man wieder anknüpft an die Jetztzeit. Und das ist, da liegt, glaube ich, noch eine Aufgabe drin, da heranzugehen und das dann mit zeitgemäßen Mitteln zu machen, aber jetzt will ich die Zeit auch nicht überstrapazieren. Das tun Sie, glaube ich, überhaupt nicht. Sie haben ja einmal auch in Ihrem Buch geschrieben, dass zwei der ersten Point-Alpha-Preisträger, das waren Gorbatschow und Bush und Kohl, und vor allen Dingen Gorbatschow und Kohl haben damals bei der Preisverleihung etwas gesagt, von dem Sie sagten, das ist eigentlich ein Satz wie aus diesem Jahr, der könnte genauso heute wieder gesagt werden. Vielleicht mögen Sie das gerade nochmal wiederholen, weil ich das wirklich auch so bezeichnend fand. Das ist ja nun doch einige Jahre her und doch mit sehr viel Klarsicht und Hellsicht auf das Jahr 2022, eben weil es auch Russland mit einbezieht, dass wir ja im Moment so ein bisschen so tun, als könnten wir das so beiseite schieben und dann regelt sich die ganze Sache von alleine. Gut, gerne. Michail Gorbatschow gemeinsam mit George W. Bush und Helmut Kohl, einer jener drei ersten Point-Alpha-Preisträger im Jahr 2005, stellt ausdrücklich auch für sein Land die Bedeutung von Freunden für den Erhalt der Freiheit heraus. Also ich weiß noch, wir waren dort oben auf dem Feld an dem Grenzstreifen und es endete damit, dass die Wappentiere, die verschiedenen Vögel dort einflogen. Ja, hier draußen. Und Gorbatschow sprach damals von seiner Hoffnung, so wörtlich, dass wir im Westen Freunde haben, Abführung. Die Freundschaft und Zusammenarbeit mit den USA und den Europäern verleihe ihm, Gorbatschow, so wörtlich die Sicherheit, dass die Macht in Russland immer in den richtigen Händen bleiben wird. Für die Deutschen und Russen, die so wörtlich dramatische Situationen Abführung erlebt haben und erneut zu Freunden geworden seien, sei es sehr wichtig, so wörtlich, dass die ältere Generation wie auch die jüngere einander verstehen, Abführung. Beim Bau des gemeinsamen europäischen Hauses seien Geduld, Solidarität und Freundschaft, gegenseitiges Verständnis und Weitsicht gefordert, so Gorbatschow. Helmut Kohl sagt, es ist ungeheuer wichtig, um die Freiheit zu ermöglichen, dass es möglich ist, Anführung, auch unter Politikern in entscheidender Verantwortung Vertrauen zu haben, Vertrauen zu erwerben und Freundschaft zu schaffen. Das kann man nicht kommandieren, das geht nicht über Nacht. Wie kein anderer Point-Alpha-Preisträger schildert Kohl an diesem Tag, dass der Erfolg von Politik für Freiheit und Frieden auf Vorleistungen beruht und Selbstlosigkeit ein guter Ratgeber sein könne. Nicht jede Regierung solle nur auf ihren Vorteil achten. Stattdessen solle sich der Einzelne die Frage stellen, Anführung, wie wirkt das, was ich tue, auf den Nachbarn? Fragezeichen, Abführung. In Bezug auf die Grenze, die einst die Welt und Deutschland geteilt hat, sagt Kohl, Anführung, wer Politik macht und glaubt, dass man am 1. Januar berechnen kann, was für einen Vorteil man bis zum 31. Dezember hat, und wer da nicht daran denkt, dass man auch ein paar Jahre hin Vertrauen voraussetzt, Vertrauen schöpft, der wird scheitern.
Vielen Dank. Kann man sich, glaube ich, wirklich auf der Zunge zergehen lassen, was die beiden bei dieser Preisverleihung gesagt haben. Ich würde Ihnen Vieren allen gerne eine Abschlussfrage stellen und Sie bitten, uns nochmal zu sagen, was aus Ihrer Sicht die Botschaft von Point Alpha in die Zukunft gerichtet ist. Also weniger aus der Vergangenheit gesehen, sondern was ist heute in der Situation, in der wir aktuell sind, die Botschaft von Point Alpha? Mögen Sie anfangen, lieber Herr Dicker? Vielleicht eine kurze Erinnerung zurück an das, was Peter gerade gesagt hat. Wenn zum richtigen Zeitpunkt die richtigen Leute zusammenkommen, die sich vertrauen können, kann Geschichte geschrieben werden. Das haben wir erlebt. Und denken Sie einen Augenblick daran, wir hätten 1989 so Leute wie Putin gehabt. Nicht. Mit Trump und all den anderen. Ich könnte noch 5, 6 weitere Namen nennen. Können Sie sich vorstellen, dass da das gelungen wäre, was 1989, 90 hier gelungen ist? Für mich unvorstellbar. Ja, und daran anschließend, was ist die Botschaft von Point Alpha? Draußen trägt sie der Wind in alle Richtungen. Frieden, Peace, mir, das ist die Botschaft von Point Alpha. Natürlich immer in der Erinnerung zurück an das, was gewesen ist. Es ist eine Mahnung. Wir dürfen nie vergessen, wir Deutschen haben 2 Weltkriege vom Zaun gebrochen. Wir hatten 2 Diktaturen. Wir hatten eine braune und eine rote und das ging nahtlos ineinander über. Und wenn wir davor warnen, warnen wir nicht vor einem Hirngespinst, vor einer Utopie. Wir hatten's doch. Und das gilt es heute zu verändern. Und in Thüringen gibt es 2 bedeutende, meiner Sicht, Stätten der Mahnung. Das ist Buchenwald. Und das ist Point Alpha. Und ich sage von Anfang an, seitdem wir hier tätig sind, wenn Lehrer fragten, ob man hier was sehen kann, oder sei immer gefragt, war der schon mal in Buchenwald? Ja, wir wollen zu Ihnen. Ich empfehle Ihnen, gehen Sie erst nach Buchenwald und gehen Sie dann nach Point Alpha, um die Zusammenhänge deutlich zu machen. Wenn es Buchenwald nicht gegeben hätte, hätte es Point Alpha nie geben müssen. Womit ich nicht entschuldigen oder relativieren will, was an Verbrechen an dieser Grenze und im Grenzgebiet geschehen ist. Vielen Dank, Herr Dücker. Frieden, aber auch ganz klar, kriegt man nicht in der Geschenktüte, muss man sehr viel für tun. Auch das macht Point Alpha ja sehr deutlich. Frau Stieber, auch Sie würde ich gerne fragen, was ist aus Ihrer Sicht die Botschaft von Point Alpha heute und in die Zukunft? Das ist ganz kurz und bündig. Point Alpha erinnert an die Sicherung unserer Freiheit durch die USA. Es zeigt mir, dass trotz aller gefühlter Ruhe von ihm und auch das Zeichen der Wachsamkeit ausgeht, es ist klar, dass in der Weltpolitik schwarz und weiß keine verlässlichen Abgrenzungen sind. Aber die heutige Realität zeigt auch, dass das Überschreiten von Grenzen durch Gewalt immer aktuell ist und damit ist es auch die Botschaft von Point Alpha, Freiheit durch Wachsamkeit zu sichern. Vielen Dank, liebe Frau Stieber. Herr Dr. Vogel, Sie haben vorhin schon gesagt, Mut sei eine der Botschaften. Das war ja fast schon das Schlusswort der heutigen Veranstaltung, aber vielleicht mögen Sie trotzdem noch mal etwas hinzufügen aus Ihrer Sicht. Also, ich greife, wie ich das gerne gelegentlich tue, eine Bemerkung von Herrn Dücker auf. Thüringen, das ist Buchenwald und Point Alpha. Aber Thüringen ist auch Goethe und Schiller. Und dieses Spannungsverhältnis, dass man nicht über Weimar sprechen kann, ohne auch über Buchenwald zu sprechen. Und dass man nicht über Rasdorf und Geisar sprechen kann, ohne über Point Alpha zu sprechen. Gehört zusammen. Buchenwald und Point Alpha allein sind keine Zukunftshoffnung. Aber Buchenwald und Point Alpha gehören mit zu den Zukunftsaufgaben, zu denen aber auch gehört, dass aus den 3 Bezirken Suhl, Erfurt und Gera wieder der Freistaat Thüringen geworden ist.
Ich möchte erneut sagen, lasst uns beklagen, was zu beklagen ist. Aber lasst uns auch Mut machen, wo es Gründe gibt, Mut zu machen. Der Generation, der jungen Generation von heute, beklagen Sie nicht, dass Jugendliche heute weniger anwesend sind als Ältere. Als ich 20 war, wäre ich zu einer solchen Veranstaltung auch nicht gegangen. Aus 20-Jährigen werden aber 40-Jährige, gelegentlich sogar 80-Jährige. Und wir sollten den Jugendlichen von heute zugestehen, sich besser lieber mit einer Freundin zu treffen, als nach Point Alpha zu gehen. Aber wer das mit 20 tut, kann mit 40 hier in der Tat Gast bei einer solchen Veranstaltung wie wir heute Abend sein. Vielen Dank und danke für die Lanze, die Sie brechen. Das Schlusswort möchte ich unserem Autor, Herrn Müller von der Grün, geben und auch Sie noch mal fragen, aus Ihrer Sicht die Botschaft von Point Alpha in die Welt und in die Zukunft. Wie sehen Sie das? Das Wort Frieden ist schon gefallen. Ich möchte aber dem die Freiheit voranstellen, und zwar Freiheit in Frieden. Man muss bei diesem Begriffspaar Freiheit und Frieden Acht geben. Die Versuchung ist groß, dass die Begriffe gegeneinander ausgespielt werden. Und gibt es Frieden ohne Freiheit? Ich weiß es nicht. Auch sowas wie innere Freiheit. Also für mich ist die Botschaft Freiheit in Frieden. Und natürlich, das muss verteidigt werden, erkämpft werden, bewahrt werden. Ich bin erschrocken darüber, wie sich auch die politische Landschaft in Deutschland verändert hat in den vergangenen Jahren. Da ist manches gewesen, was ich nicht gedacht hätte, dass es so kommen wird. Ich möchte aber auch noch mal kurz was aus meinem Epilog jetzt doch vorlesen. Geht schnell. Point Alpha ist und bleibt ein stiller Ort. Ich schrieb das vor einem Jahr, noch vor dem Ukraine-Krieg. Doch zugleich ein eindringlicher Ort. Er ist für mich über die Jahre mehr und mehr zu einem Ort der Ermutigung geworden. Denn es ist ein Ort des Gelingens, des Sieges, der Freiheit und des Friedens, des Vertrauens und der Gemeinsamkeit, des Verzeihens und der neuen Chancen. Er führt uns vor Augen, dass Politiker unüberbrückbar erscheinende Gegensätze überwinden und Katastrophen abwenden können, wenn sie Vertrauen und Freundschaft aufbauen, zu Vorleistung und Selbstlosigkeit bereit sind. Point Alpha lässt erahnen, welche von Menschen zerstörte Ruine das Europäische Haus einmal war, für dessen Aufbau die Point Alpha-Preisträger so häufig und inständig werben. Insbesondere dann, wenn das nationale Interesse wieder stärker als das gemeinsame wird. Wenn Misstrauen wächst und Vertrauen schwindet, wenn militärische Gewalt statt Zusammenarbeit auch in Europa die Wirklichkeit bestimmt, eröffnet Point Alpha Perspektiven. Freiheit und Frieden und vor allem die Freiheit in Frieden sind von unschätzbarem Wert. Die Menschenrechte, Demokratie, Freiheit und Frieden sind Errungenschaften, die mit Wachsamkeit erhalten und verteidigt werden müssen, nach innen und außen und auch gegen vielfältige Formen hybrider Angriffe. Das erfordert Mut. Point Alpha trägt im Kern die Botschaft in sich, die Angst zu überwinden und selbst das Unvorstellbare zu erreichen. Vielen Dank. Vielen Dank Ihnen allen hier, dass Sie uns haben teilhaben lassen, auch an Ihren Erlebnissen. Ich glaube, nachdrücklicher kann man nicht erleben, was Herr Dr. Vogel mit dem Wort, das ist ein Ort, der Mut macht. Ihre Lebensgeschichten machen das eben auch. Dieses Anpacken, dieses sich entscheiden und nicht nur jammern und dastehen und nichts tun, sondern wirklich den Sprung wagen. Das ist sehr, sehr ermutigend, sehr tief berührend, was Sie uns beide heute noch einmal hier erzählt haben. Ihnen ganz besonderen Dank, lieber Herr Dr. Vogel, Ihnen selbstverständlich auch und Herr Müller von der Grün. Tausend Dank Ihnen für Ihren Besuch, vielen Dank. Wir stehen Ihnen alle noch für Fragen und zum Gespräch zur Verfügung. Dankeschön.